Ich will jetzt aber auch nicht gucken, ich will mich überraschen lassen. Irgendjemand, irgendwer aus dem Dorf hat da wahrscheinlich irgendeine Idee. Da wächst ein Blümchen auf dem Friedhof, das nehmen wir mit. Einfach mal so frech vom Grab gepflückt. Nein, natürlich nicht. So. Der Blacksmith. Blacksmith natürlich. Ich mach nur Späße. Ein bisschen Englisch kann ich dann doch. Der Schwarzschmied, ne? Wisst ihr Bescheid? Tut mir leid. So. Prozess, Geode oder Sarg. Ich habe leider keinen Sarg dabei. Geschnitzter Ring, Halter, Artefakt. Okay. Lehmgefäß. Das sind, glaube ich, alles Dinge, die ich noch nicht abgegeben habe. Das heißt, was habe ich jetzt doppelt? Bronze-Seetang? Ja, gut. Goldohrring. Ja, hör mal. Das ist doch alles neu fürs Museum. Nee, den habe ich abgegeben. Echt jetzt? Ich kann mich null daran erinnern, Goldohrring abgegeben zu haben im Museum. Gerade ein bisschen verwirrt. Wir gehen mal hin und gucken. Vielleicht stimmt es auch gar nicht, aber ich glaube, das stimmt wahrscheinlich schon. Wir werden auf jeden Fall das Zeug jetzt noch abgeben. Ich weiß auch gar nicht genau, wann denn der Sonnenuntergang ist. Ich hätte gesagt nach 18 Uhr. Das heißt, wir gehen dann jetzt, wie schon erwähnt, Richtung Leuchtturm und gucken, ob da irgendjemand auf uns wartet. Oder auch nicht, vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Wird sich zeigen. So. Optisches Glasprisma, Lehmgefäß und der geschnitzte Ringhalter. So, schöne Sache. Fehlen noch sind etwa fünf Dinge für die nächste Belohnung. Die sehen wir jetzt leider nicht mehr, die ist versteckt. Irgendwas Gutes wird es wahrscheinlich schon sein. Bis jetzt habe ich, glaube ich, zweimal. Habe ich zwei oder alle drei? Ich habe auf jeden Fall zwei meiner Sprinkler aus dem Museum bekommen, weil Sprinkler kann ich, glaube ich, immer noch nicht selber bauen, ne? Ach, Sp Sprinkler 2, ich dachte gerade, warum? Nee, da fehlt mir immer noch der Silberseetang, Menschenkinder. Stimmt, da war ja was. Ohne den kann ich die Sprinkler nicht bauen. Und der will halt auch immer noch nicht auftauchen. Habe ich jetzt auch noch einen neuen Käfer gefunden? Ja, habe ich. Gut, den bringe ich jetzt aber nicht nochmal. Was ist das? Ah, okay. Den bringe ich jetzt nicht nochmal hoch. Wir gehen jetzt Richtung Leuchtturm. Nicht, dass wir noch zu spät kommen. Dann haben wir da auch nichts gewonnen, wahrscheinlich. Was haben wir hier noch? Brunnenkresse, nehme ich mit. Habe ich da schon was? Da geht nichts damit, aber ist halb so wild. Nehmen wir trotzdem mit. Das nehmen wir auch mit. So. Wo ist denn der Leuchtturm nochmal genau? Ich bin, glaube ich, richtig, ne? Obwohl es wahrscheinlich. Ja, gut, jetzt macht es keinen Unterschied mehr, ob ich nach Hause laufe und die Schnellreise nehme oder zu Fuß gehe. Außer, dass ich zu Fuß vielleicht von Dingen abgelenkt werde, die ich mitnehmen kann. Aber wir sind ja dann, glaube ich, auch schon gleich da, ne? Wir müssen nur noch darunter. Das ist doch Leuchtturm, 9 bis 21 Uhr. Ja, gut, dann, ups, stopp. Was habe ich jetzt? BOS Überlebensleitfaden. Okay. Du kommst mit, Seidenspinner. Dich habe ich schon mal abgegeben. Ziemlich sicher. So, hier wäre eigentlich eine Schnellreise gewesen, wie gesagt. Naja. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo der Leuchtturm denn genau steht. Ich bin hier nicht so ganz auf dem Stand. Da ist er. So. Ist es im Leuchtturm? Nee. Es ist doch. Hieß es nicht Montag, Dienstag, Donnerstag? Nach Sonnenuntergang? An der Aussichtsplattform oder am Leuchtturm oder so. Oh. Wenn nicht, teleportieren wir uns nochmal. Ja, natürlich. Warum nicht? Der Marienkäfer aus dem Mülleimer. Da wächst noch ein Blümchen oder wie? Das nehmen wir auch mit. Ja, dann teleportiere ich mich doch nochmal schnell nach Haus auf den Hof. Mach die Tasche leer und teleportiere nochmal zurück. Dann schauen wir, ob da was geht. Oder auch nicht, vielleicht. Wer weiß. So, das Blumenzeug kommt hier rein. Das ist alles Verkauf, glaube ich. Außer den Bronze-Seetang, den behalte ich natürlich. Schauen wir nochmal ganz genau. Also das Lehmgefäß verkaufe ich, die Kresse. Ja doch, das ist alles Verkauf. Passt, 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 passt. Alles im Verkauf. So. Das ist auch bald fertig da. Dann müssen wir dann nochmal 20 machen.
Gucken wir mal, Ausblick. Ob da irgendwo was geht. Oh. Was habe ich denn da wieder übersehen, Mensch? Ein Haufen Zeug. Tritt mal gegen den Baum. Tritt doch dagegen. Ach Mensch, komm jetzt. Du willst es doch auch. Jetzt. Hat funktioniert. So, meinten die hier? Das meinten die auch nicht wahrscheinlich, oder? Heiliger Bereich. Ja, weiß ich schon. Ich weiß nicht. Hier unten? Kann ja fast nicht sein, oder? Was ist das denn? Ein Lagerfeuer. Ach! Ist das hier schon immer? Habe ich das noch bis jetzt noch nie gesehen? Da ist Rati. Das wird aber nicht die Lele sein, denke ich, oder? Oder ist sie unter falschem Namen da? Alles möglich, wer weiß. Ah, da haben wir wieder was für das Schmied gefunden. Da haben wir noch ein bisschen Glas gefunden. Sehr schön. Das müssen wir alles nicht abgeben. Das können wir alles wieder in die Kiste stecken zum Verkaufen. Oder in die Bienenstöcke dann. Ja, wenn das jetzt halt heute hier nicht funktioniert, weiß ich auch nicht. Bist du das? Wolltest du was von mir? Willkommen, kann ich dir etwas bringen? Siehst du denn nichts, was dir gefällt? Was denn? Was? Hä? Was ist das überhaupt? Eine Händlerin oder wie? Oder was? Oder wo? Es ist geschlossen, 9 bis 21 Uhr. Mein Hals. Ja, ich weiß nicht genau. Wenn nicht, habe ich vielleicht den Brief falsch interpretiert. Oder es war der Mittwoch und nicht der Dienstag. Dann bin ich umsonst hier. Gehen wir nochmal kurz nach Hause. Und vielleicht nochmal runter teleportieren. Ob das vielleicht irgendwas dran ändert. Ich habe keine Ahnung. Da hängt noch was am Baum. Gib mal her, das Zeug. So. Hallo? Geht jetzt was oder nicht? Vielleicht ist es doch, also sie stand ja noch nicht da, vielleicht ist sie das. Als so eine Art Händlerin oder so, aber ich kann da nicht interagieren, ne? Irgendwas mit dem... Ach! ...180.000, ja gute Nacht. Hey, wir sind gerade nicht da, aber du kannst deine Bestellung hier abgeben. Ist es Jazz oder Disco? Ach du Heilige. Das ist Rati Schwarzmarkt. Das ist wahrscheinlich sowas wie dieser Händlerwagen in Stardew Valley, der immer Freitag und Sonntag im Wald unten steht und Zeug verkauft, ne? Schätze ich jetzt mal. Gut zu wissen. Vielleicht war das die geheime Notiz. Vielleicht. Obwohl die von Lele kam. Dann gucke ich doch gerade mal schnell, wer denn Lele ist. Lele. Lele. Wer ist Lele? Ich habe keine Ahnung. Lea ist nicht Lele. Lilly ist auch nicht Lele. Nee, hört sich ähnlich an, aber ist sie nicht. Suki, Valentina, Yuri. Kann es sein, dass hier echt noch neue Charaktere dazukommen? Also jetzt nochmal Lea. Und diese Kira eigentlich auch, ne? Check. Also Lea und Eva. Die sagen mir sowas von überhaupt gar nichts. Ich glaube, das sind neue Charaktere. Da unten fehlen immer noch ein paar. Hier gibt es keine Lele. Das ist komisch. Dann war das vielleicht nur so ein... Keine Ahnung, so ein Ausdruck oder irgendwas. I don't know. Ich weiß es nicht. Ich bin verwirrt mal wieder. Wie immer. Das wird alles verkauft. Das ist fertig. Das werden wir auch gleich noch verkaufen. Sehr schön. Dann muss ich gucken, ob ich da noch was reinschmeißen kann. Vor... ich mich auf den Boden schmeiß, weil ich wahrscheinlich gleich keine Ausdauer mehr habe. Ich bin mal gespannt, ob das mit Paprika und mit Tomaten geht. Tomatensaft funktioniert. Hallo, hier lang. Paprikasaft funktioniert auch. Okay, interessant. Ja, schön. Perfekt. Ist auf jeden Fall mehr wert wie die Pflanzen an sich. So. Dann hüpfen wir jetzt ins Bett, liebe Leute. Gute Nacht. Schauen wir mal, was Kohle reinkommt. Landwirtschaftsstufe 7, 3 maximale Energie erhalten und Blitz 2. Das ist wahrscheinlich irgend so ein Schnellwachs-Düngergedöns.
3400 Gold. Melonensaft ist 475 wert. Oh. Krass. Die Kokosnüsse sind auch viel wert, ne? Also wenn man mehrere davon hat, ist schon krass. Ja, ich glaube, wir haben die Kohle für den Rucksack, kann das sein. Oder fast. Ganz knapp, eventuell. 11.700, wir haben es fast. Das heißt, liebe Leute, ich bin jetzt raus, heißt das. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für euren Support. Ich halte mich kurz, weil ich ja, wie gesagt, diese ganze Session in kürzere Videos schnibbel. Deswegen die letzten 5 Videos, die gekommen sind, sind dasselbe Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für euren Support. Wir werden nächstes Mal die Kohle für den Rucksack zusammenkratzen. Dann werden wir uns den Rucksack holen. Die letzte Stufe des Rucksacks. Ich bin jetzt wirklich raus. Wenn ihr nicht warten könnt bis zur nächsten Folge Coral Island, schaut gerne mal auf dem Kanal vorbei. Ich habe da noch ein paar andere Dinge, wie Stardew Valley zum Beispiel, ist ja ziemlich ähnlich, wenn nicht sogar beinahe komplett ähnlich, ne? Ich bin jetzt aber wirklich raus. Ihr seid megamäßig geile Menschen. Ich hoffe, ihr bleibt so geil oder werdet noch geiler. Man hört sich. Ciao, ciao.